Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wow, er hat uns entdeckt. Ich war doch schon leise. Ich habe extra geflüstert. Geflüstert Hund. Du kleines Arschloch. Bestimmt habt ihr mich verraten. Gebt's doch zu. Alles Verräter. Nee, weiß ich ja nicht. Ach, da ist er. Natürlich treffe ich nicht, weil schlecht. Meine Fresse. Hier, da, da. Stirb. Explodier. Du auch. Ach ja. Willst du auch? Okay, du verlierst nur dein Bein. Kann ich aber auch mitleben. What the fuck? Okay. Ist das so ein riesiger? Ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich finde es auch nicht schlimm oder so. Ich meine, was ist das? Das ist der erste Securitron. Okay. Okay. Das bist nur du. Du hast schöne Munition. Und eine Buschbüchse. Die kann ich auch verkaufen. Oh, hier gibt es so viel zu verkaufen. Oh, so viel zu verkaufen. So viel zu verkaufen. Meine Frage wäre jetzt so. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich dahin komme, wo ich hin will. Jedenfalls aktuell. Entweder ich kämpfe mit denen oder ich ignoriere sie. Ich ignoriere sie. Und kämpfe nur mit dem da hinten. Und gehe halt hier hinten rum, um zu dem zu kommen, wo ich hin will. So. Schaf war gestern. Entschärfen Sie Minen. Ja, das soll vorkommen, dass wir Minen entschärfen. Weil hier hinten ist irgendwas noch, was wir noch nicht entdeckt haben. Und deswegen würde ich dahin. Klingt sogar... ziemlich logisch, finde ich. Berserker Securitron MK5. Auch genannt toter Securitron. Ach ja, Securitrons. Ihr seid schon so ein Rätsel für sich. Mal lebt ihr, mal sterbt ihr. Aber wir sind uns alle einig. Tot seid ihr mir am liebsten. Jedenfalls hier. Kronkorken. Zwar nur einer, aber wer den Korken nicht ehrt, ist das... Nee, stimmt gar nicht. Es gibt nur Kronkorken. Okay. Vergesst, was ich meinte. Liegen... Wieso liegen hier leere... Ah, das ist eine Spur. Das ist eine Spur. Wow. Bereichswarnung. Du, ist mir der Bereich eigentlich vollkommen egal. Ich will nur hier hin. Weiß nicht mal, ob oder was hier überhaupt ist. Ah, Elijahs Wache. Ich will das aufbereitete Wasser, nicht das Hundefleisch. Ich will mich ein bisschen umschauen. Hier könnte ich schlafen. Wow! Wieso existierst du? Wieso existierst du? Oh! Elijahs zusammengeflickte Tesla-Kanone. Oh, ich habe eine Tesla-Kanone. Oh, ich habe eine Tesla-Kanone. Und wir werden Falschen hochbringen, weil wir das gleich auf 100 haben. Also gleich, bald. Ah, oh, wir haben eine Tesla-Kanone. Zertifizierte Technik. Durch ihr Wissen über Roboterkomponenten können sie Roboter einfacher aufbrechen und ausschlachten.
Sie haben eine Chance von 25% auf kritische Treffer gegen Roboter. Mehr nützliche. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ziemlich zufrieden, so wie wir gerade arbeiten. Ich weiß nicht. Die Musik gefällt mir gerade. Hauruck. Aktuell würde ich am liebsten gerade. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Das Händchen für Waffen nehmen. Einfach weil wir dann auch diese großen Waffen halt wirklich perfekt beherrschen können. Mache ich einfach mal. Wow. Uncool von euch, dass ihr da jetzt auf mich wartet. Sehr uncool von euch. Wenigstens sind sie jetzt tot. Und jetzt gehen wir auch mal in diese mysteriöse Höhle. Weil sie ist auch gleich hier, also können wir sie auch gleich besuchen, ne? Und rein da. Wow, wir sind direkt auf Vorsicht. Was wird uns hier erwarten? Bestimmt nichts Gutes. Oh mein Gott! Eine Blähfliege. Warum tut ihr mir das an? Wie so eine Blähfliege. Nein. Ich hab doch nichts gegen Blähfliegen. Okay, tot ist er. Das Lustige ist, was wir hier noch finden werden, ist mindestens genauso skurril, aber nur halb so leicht zu töten. Deswegen ist diese Tatsache, dass ich mich lustig mache, vielleicht gar nicht mal so angebracht. Egal, ich mach's trotzdem. Hey, kommst du her? Also, sie sind bereits bei bester Gesundheit. Ja, davon gehe ich aus. Da leuchtet sie schon. Ja, Leute, das ist die, legendäre Blähfliege, die auch ziemlich Damage reinhauen kann. So ist nicht. Wir versuchen halbwegs Safety zu spielen, damit sie uns keinen Damage reinhaut. Denn wir wollen nicht erfahren, wie stark die wirklich ist. Wir scheinen sie aktuell dazu. Ah! Sie schießt halt mit Plasma. Und wir sind tot. Das meine ich. Die legendäre Blähfliege. Ein Spaß für die ganze Familie. Oh, scheiße, ey. Macht die mehr Schaden? Anscheinend. Haben wir Munition dafür? Nein. Stirb, 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 stirb. Stirb einfach. Haben wir aktuell irgendwas, ich weiß nicht, effektives? Ach toll, das trifft nicht mal. Wieso? Das finde ich uncool.
Zu nah! Stirb einfach! Stirb! Kritischer Angriff auf Blähflieger. Geht doch gar nicht. Die Sache ist halt wirklich, wenn die uns einmal trifft, wir sind tot. Deswegen habe ich keinen Bock, eigentlich getroffen zu werden. Wie kriegen wir sie down? Ich will mal was Verrücktes probieren. Irgendwie aus der Sichtweite bleiben. Okay, 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 ich bin tot, 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 ich bin tot! Stirb. Okay, wir sind jetzt hier drinnen, gefahrlos anscheinend. Und schauen mal, ob wir hier irgendwas haben, was uns helfen könnte gegen eine legendäre Blähflieger. Und zwar genau nichts. Uncool. Es bringt halt auch kein Stimpak was. Es bringt alles nichts. Sie ist immer noch da. Mann. Ich habe zwar keine Munition darauf, aber egal. Stirb! Okay, ich bin tot. Ich weiß aktuell nicht, was wir gegen diese Blähfliege machen können. Im Notfall gehen wir hier raus und werden irgendwann wiederkommen, um sie dann per Fatman oder... Das wär's doch. Ich muss mir einen Fatman besorgen. Ich will sie einfach per Fatman erledigen. Oh ja, das soll ich... Dann so boom und alles ist tot. Oh ja, das wäre... Und cool, was ich gerade versuche. Wieso mache ich das? Nee, okay. Wir werden wiederkommen. Und sie dann per Fatman einfach mal erledigen. Jedenfalls versuchen wir es. Also, mir ist keine Waffe bekannt, die mehr Schaden macht als ein Fatman. Nee, mir ist keine Waffe bekannt. Naja, das war's dann auch erstmal von dieser Folge von Let's Play Fallout New Vegas. In der nächsten Folge werden wir noch das letzte... Ist es das letzte? Tatsache, das letzte Gebiet erkunden. Den Rasensprenger-Zielgebiet. Und das war's dann auch wieder von diesem... Von dieser Erweiterung. Also bis auf die legendäre Blähfliege gibt's dann hier nichts mehr zu tun für uns. Wir haben keine... Okay, doch, haben wir. Aktuell haben wir sogar noch was zu tun. Also nach der Mission haben wir da nichts mehr zu tun. Da sind wir hier raus aus dem DLC. Ja, dann sind wir wieder zurück im normalen Ödland. Also, bis zum nächsten Mal, ne?